Quietly now. Oh, Käfer. Ja, jetzt, wenn ich keine Käfer mehr brauche, finde ich Käfer. That's it. So, Käfer beseitigt. Jetzt frage ich mich gerade, hat er irgendein... Ein Kill hat er gekriegt. Way. Und wir haben 2 Level-Ups für unsere neuen. 6 Punkte, die bringen gerade gar nichts. Barbarischer Hieb. Hm. Ja, nehmen wir den barbarischen Hieb. Bei ihr. Und bei ihm können wir 8 Punkte in Athletik stecken. Wir könnten entweder Kasteigung der Seele nehmen, damit er Wunden kriegt. Ja, ich würde sagen, wir nehmen das. Steht eigentlich, dass wir mit dem Stab... Ja, müssen wir mit dem Stab. Also solange es so Kleinvieh hier ist, können wir ruhig mit dem Stab kämpfen. I shall be discreet. Und dieses Gebiet ist riesig. Das bin ich irgendwie gar nicht von Pillars of Eternity vom ersten Teil gewohnt. So ein riesiges Gebiet zu haben. Eire. Bayre. Okay. Mal wieder eine Mempevgra. Oder wie man die auch immer ausspricht. Mit irgendwelchen Geisterdingern. Wir hatten die Mempevgra gerade unter Kontrolle. Holzfällerlichtung, okay. Man sieht ja auch, hier liegt Feuerholz rum und sogar Baumstämme. Wahrscheinlich haben hier die Holzfäller von Stalwart das Zeug für ein Galarwain-Schrein. Okay. Gucken wir mal, was es mit dem Galarwain-Schrein auf sich hat. Dieser einfache Schrein ist mit einer dicken Schicht aus Schnee, Laub und Federn bedeckt. 2 Knochen flankieren den Altar wie ein Bogentor. Den Schrein genau untersuchen. Der Schrein scheint nicht sehr häufig frequentiert zu werden, auch wenn Spuren von altem Kerzenwachs ihre Seitenränder bedecken. Unter dem Frost auf dem Altar bemerkst du, dass ein rechteckiger Teil seiner Oberfläche sauberer zu sein scheint als der Rest, als soll dort einmal etwas gestanden habe. Den Altar berühren. Hast du deine Finger auf den
Als deine Finger den Altar berühren, spürst du ein Kribbeln in deinen Armen hinaufkriechen. Unmittelbar danach scheint der Wind sich zu legen. Die Geräusche der Wildnis verstummen in deinen Ohren. Dann hörst du ein plötzliches tiefes Knurren, in das rasch noch weitere Geräusche einstimmen. Eine Vision schießt dir in den Kopf wie eine plötzliche Erinnerung, doch ist sie nicht an Zeit oder Raum gebunden. In einer See aus Dunkelheit siehst du ein großes Biest, frei von jeder Gestalt, von seinen blitzenden Reißzähnen abgesehen. Es knurrt und schnappt immer verzweifelter und wilder und einen Augenblick lang spürst du seinen Zorn als deinen eigenen. Eine besitzergreifende Wut, die an dir zerrt. Dir wurde etwas genommen, dein Territorium wurde bedroht und der Preis dafür muss Blut sein. Die Vision verschwindet ebenso schnell, wie sie gekommen ist. Der Altar steht stumm da, die Luft füllt sich wieder mit dem Zwitschern von Vögeln. Im Rotwald gibt es einen Gellerwind-Schrein. Ein Gegenstand, der ihn einst zierte, ist offenbar entfernt worden, was großen Zorn ausgelöst hat. Das sollten wir mal den Jäger fragen. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Ein Erdrutsch. Sieht eher aus wie eine Lawine und da liegt sogar jemand drin begraben. Stiefel der Geschwindigkeit. Trank des Flammenschildes. Stalwart Grätling. Die Bürger von Stalwart verwenden unterschiedliche geschnitzte Fischgräten als Ersatzwährung. Die meisten Grätlinge werden aus einem großen, flachen Teil des Schädels des Fleckenrückenbarsches geschnitzt. Die Schnitzereien sind oft so filigran, dass Außenstehende sie wegen ihrer Detailverliebtheit schätzen. Also, sorry, jetzt wird es langsam ein bisschen zu sehr von Icewind Dale kopiert. Okay, Erdrutsch und den Galloway-Schrein. Oh, Bleichelfen. Um einen Felsoger herum. Grabsteine? Diese Steine fühlen sich seltsam warm an. Die meisten Runen sind zwar nicht zu entziffern, einige sehen aber wie Namen aus. Also ja, Grabsteine. Anyone fancy a dip? Jemand Lust zu baden? Oh, da steht sogar jemand. Als du auf den gefrorenen Teich zugehst, erscheint eine Gestalt im Nebel. Sie kniet sich neben ein Loch im Eis, hebt eine große Kiste auf und wirft sie ohne zu zögern in das Wasser. Die Gestalt blickt sich um, du siehst sein Gesicht, das du schon einmal gesehen hast. Quacksettle, einer von Lafters Akolyten, zieht sich eine Kapuze über den Kopf und wirft sich einen Lederball über die Schulter. Ohne sich umzusehen, geht er in Richtung Stalwart. I'll see what I can find. Durch ein großes Loch, das in das Eis geschnitten wurde, ist trübes Wasser zu sehen. Das Loch ist größer als ein Angelloch, breiter als ein stämmiger Amauner. Als das Wasser in Bewegung gesetzt wird, klatscht es gegen die Eisschichten. Du streckst die Hand aus, um die Temperatur des Wassers zu fühlen. Es beißt dir mit jeder Welle in die Finger. Nach wenigen Sekunden ist deine Hand taub. Die Gegend untersuchen. Sorgfältig studierst du deine Umgebung. Es sind jede Menge Tierspuren zu sehen. In der Nähe des Lochs sind aber auch Spuren zu sehen, bei denen es sich wohl um die Fußabdrücke von Gestandenen handelt. Als du das noch näher betrachtest, siehst du, dass seine Wände mit einem zackigen Reif aus Frost bedeckt sind. Es war zugefroren und wurde neu aufgemacht, vielleicht mehrmals. Durch das Wasser auf den Grund des Teiches sehen. Das Wasser bewegt sich schlammig und nahezu undurchdringlich. Mit viel Mühe kannst du den Grund ausmachen. Langsam zeichnen sich auf dem verschwommenen Dämmer dunkle Formen ab. Du bist überzeugt, dass mehrere Gegenstände auf dem Grund liegen. Da gehen wir erstmal noch weg. Ja. Als ich an dem Teich im Rundfall ankam, sah ich Quacksettle, einen Akolyten des Ondra-Tempels, eilig einen großen Gegenstand in das Wasser werfen. Wenn hier die Opfergaben dargebracht werden, müsste Orkuns Erbstück am Grund des Teiches liegen. Will ich da aber runtertauchen?
hineintauchen. Wer soll hineintauchen? Am ehesten ist wahrscheinlich Manea geeignet. Manea taucht in das Wasser und verschwindet in der turbulenten Dunkelheit. Die Kälte raubt alle Wärme, jede Bewegung wird zum Krampf. Mit außergewöhnlichem Ausdauer gelingt es Manea jedoch mühelos zum Grund des Teiches zu schwimmen. Direkt unter dem Loch am tiefsten Grund des Teiches ertasten die Hände von Manea schwere Gegenstände aus Holz und Metall. Es sind Kisten, klein aber schwer. Manea beginnt sie an der Oberfläche zu schaffen, eine nach der anderen. Es ist mühsam, ihr Gewicht durch das Wasser zu schleppen. Nach heldenhaften Anstrengungen steigt Manea schließlich wieder aus dem gefrorenen Teich. Du lässt einige Minuten vergehen, um dich zu erholen. Dann bist du bereit, deinen Fund zu untersuchen. Die Truhen tragen Ondras Symbole. Du nimmst eine der Kisten und stemmst den Deckel auf. Es sind nur Steine darin. Du schüttelst die Überraschung ab und greifst nach einer weiteren Kiste. Als du sie aufgebrochen hast, erwartet dich derselbe Anblick. Nur Steine, nichts von irgendeinem Wert. Irgendwas ist hier faul. Als Beweis für deine Entdeckung nimmst du eine der leeren Kisten mit. Ja, Manea hat jetzt leichte Erschöpfung, was aber nicht so schlimm ist. Außer wir hätten die Möglichkeit gehabt, noch eine Angel irgendwie zu besorgen. Und das raus zu angeln. Du erspähst ein Fellbüschel, das sich im Gestrüpp verhangen hat. Du erkennst den Geruch des Wolfes. Ich habe ein Büschel Wolfshahn einen Dornstab gefunden, ein Stück östlich des gefrorenen Sees. Der Wolf muss kürzlich dieses Gebiet durchquert haben. Ja, und handeln mit Reue. Ich habe mehrere leere Kisten geborgen, die Ondras Zeichen tragen. Das Medaillon, das ich suchte, war keiner davon. Sie waren nur mit Steinen gefüllt. Mir scheint die Onda-Priesterin Laftat einiges zu erklären. Ja, eine Gruppe von Elfen steht in einem Kreis um einen Ogre herum. Sie scheinen aber nicht zu kämpfen. Der Ogre ist gefesselt und einer der Elfen zieht grob an dem Strick, der um den Hals des Ogres gebunden ist. Das hat auch keinen Zweck, Biest. Mit deiner Sturheit erreichst du nichts. Der Ogre schnaubt nur zornig und zieht zurück. Zwei andere Elfen pieken ihm vorsichtig mit ihren Stangenwaffen. Der Ogre rührt sich nicht. Hey, Vamrel, einer der Elfen hat sich zu dir umgewandt. Er winkt dem Mann, der mit dem Ogre beschäftigt ist. Die Elfen blicken dich an, ihre Hände sinken zu ihren Waffen. Vamrel zieht ein letztes Mal Rukhaya an dem Strick, ehe er sich ebenfalls umwendet. Was macht ihr mit diesem Ogre? Diese Kreatur begleitet uns nach Westrand. Wir hatten auf den Straßen einige Schwierigkeiten, aber wenn wir einen Ogre dabei haben, ist damit Schluss. Ich habe ihn von ein paar Sklavenjäger gekauft, nicht weit von ihr. Sie wollten wohl ihre Ausgaben wieder hereinholen. Ich weiß nicht, ob er wirklich viel wert ist. Ganz ehrlich, diese Praktiken können wir ja irgendwie nicht gutheißen. Also kriegst du einen Faustschlag. Du trittst entschlossen vor und schlägst die Elfin mit einer kräftigen Haken gegen das Kinn zu Boden. Die anderen Elfen drehen sich überrascht um. Als sie ihre Waffen zücken, nutzt der gefesselte Ogre die Verwirrung und springt nach hinten, womit er den Strick aus der Hand seines Peiniger reißt. Mit einem triumphierenden Brüllen sprengt der Ogre seine Fesseln. Fangt den Ogre ein, aber wehe, ihr beschädigt mein Eigentum und bringt mir den Kopf dieser Närrin. Hat mich das nicht leidenschaftlich gemacht? Nein, schade. Oh, Ogre tot. Also, wir wissen schon mal, dass ein paar Maybe I could use some rest. Oh, schöner Säbel. Gut. Das war jetzt nicht so ganz geplant. Ich dachte eigentlich, ich könnte dem Ogre retten.
und damit ein bisschen Let's see what lies this way. Mich mit den anderen Ogern hier anfreunden. Tagebuchseite.